Der Hype rund um unser Merch ist derzeit riesengroß, also diese bevorstehende Umstellung auf Proof of Stake hat den Ethereum-Kurs in den letzten Wochen massiv steigen lassen. Seit Mitte Juni ging es mit Ethereum um fast 100% nach oben. Doch ist dieser ganze Hype wirklich gerechtfertigt? Genau darüber und vieles mehr sprechen wir gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal GitReport. Bei uns geht es, wenn man die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin hat zuletzt durchblicken lassen, dass er nicht glaubt, dass diese Umstellung auf Proof of Stake schon im Ethereum-Kurs eingepreist ist. Er glaubt, das wird erst dann der Fall sein, wenn dieses wichtige Update auf das Mainnet kommt. Und momentan sieht es danach aus, als könnte es im September soweit sein. Dazu gleich mehr. Auf jeden Fall hofft Vitalik Buterin, dass das gesamte Sentiment, also die Stimmung im Kryptomarkt verbessert. Und vor allem hofft er darauf, dass das die Moral unter den Ethereum-Entwicklern heben wird, denn Ethereum arbeitet ja schon seit Jahren auf dieses wichtige Update hin und immer wieder gab es Rückschläge, Verzögerungen und so weiter und leider steht da Ethereum nicht ganz allein, auch Cardano musste ja zuletzt seinen Vasil Hardfork verschieben, also dieses wichtige Performance-Update sollte eigentlich im Juni kommen, dann hieß es Ende Juli und momentan erbittet man sich noch einige Wochen Zeit, um das Ganze ausführlich zu testen. Und ich wollte eigentlich heute ein Video zu Cardano machen, wie es nach diesem Vasil Hardfork weitergeht. Und dieses Video kommt auch versprochen. Abonniert einfach meinen Kanal, dann bleibt ihr hier auch videotechnisch auf den Laufenden, was wichtige Krypto-Themen angeht. Also ihr seht schon, Software ist einfach relativ fehleranfällig und wenn im Testnet etwaige Bugs und Fehler gefunden werden, dann verschiebt sich das Ganze einfach weiter nach hinten und der aktuelle Stand der Dinge ist der, dass jetzt für den 19. September The Merge im Mainnet geplant ist, das ist noch kein fixes Datum, also wenn hier im Testbetrieb noch etwaige Fehler gefunden werden, dann verschiebt sich das natürlich auch nach hinten und momentan ist es so, dass am 10. August der letzte finale Test im Girly Testnet geplant ist und wenn der reibungslos über die Bühne geht, dann stehen die Chancen gut, dass dieses Update tatsächlich auch im September auf das Mainnet kommen wird. Weil wir gerade über Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin gesprochen haben, er hat sich ja zuletzt auf Twitter einen kleinen Beef mit MicroStrategy-Chef Michael Saylor geliefert. Und er hatte da Saylor so quasi als Clown hingestellt und zwar deswegen, weil sich Michael Saylor relativ negativ über Ethereum in einem Interview geäußert hatte. Saylor hatte unter anderem behauptet, Ethereum sei ja sowieso ein Security, quasi ein Wertpapier und über dieses Thema sprechen wir gleich noch. Zunächst ein kurzer Blick auf den Ethereum-Chart, denn wie gesagt, in den letzten Wochen ging es mit Ethereum massiv aufwärts. So, wir sehen hier den Ethereum-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Binance und heute ist der 2. August am Dienstagvormittag und wir können den Ethereum-Kurs etwas leichter bei 1580 Dollar sehen, also minus von 3% heute, nachdem sich Ethereum in den letzten Wochen quasi verdoppeln konnte. Das können wir auf dem Eintageschart von Binance etwas besser erkennen. Also das Jahrestief lag ja bei etwa 881 Dollar. Dann konnte sich Ethereum über der Marke von 1000 Dollar etwa stabilisieren und seit Mitte Juli sehen wir einen Aufwärtstrend. Ethereum ist dann anschließend an diese Marke von etwa 1800 Dollar herangelaufen. Von diesem MA99, das ist diese türkise Linie, quasi zuletzt geblockt worden. Das ist der 100-Tage-Durchschnitt, wenn man so will. Und jetzt ist natürlich die Frage, sehen wir eine weitere Konsolidierung bei Ethereum oder kann Ethereum jetzt durchstarten infolge des Merge, der ja im September kommen soll? Und dazu schauen wir uns gleich die einzelnen Indikatoren bzw. Oszillatoren an. Kurz noch ein paar Worte zu diesem 50-Tage-Durchschnitt. Das ist diese blaue Linie, denn Ethereum hat es geschafft, Mitte Juli diesen Widerstand zu überwinden. Und das ist ganz wichtig, denn jetzt dreht dieser 50-Tage-Durchschnitt leicht nach oben, also leichter Aufwärtstrend und dient sozusagen als Unterstützung für Ethereum im Bereich von 1200, 1300 Dollar und das ist natürlich ein gutes Zeichen. Allerdings ist es so, dass der Trendfolgeindikator MACD leider jetzt ein Bearish Crossover andeutet. Also wir haben hier ein
Bullish Crossover gehabt am 23. Juni, das quasi diese Aufwärtsbewegung frühzeitig signalisiert hat, aber jetzt deutet sich ein Bearish Crossover an und damit würde ich eher eine weitere Konsolidierung bei Ethereum erwarten. Das bleibt zwar noch in den nächsten ein, zwei Tagen abzuwarten, ob sich dieses Bearish Crossover auch bestätigt, aber wenn das so der Fall ist, dann würde ich sagen, Ethereum steht hier vor einer weiteren Konsolidierung und der RSI war ja in den letzten Tagen, also Ende Juli, Mitte Juli, fast in den überkauften Bereich reingelaufen. Das war ja auch Anfang April der Fall und dann haben wir anschließend eine deutliche Korrektur gesehen. Das könnte jetzt wieder der Fall sein und das On-Balance-Volumen UBV hat sich hier stabilisiert Mitte Juli. Wir sehen hier einen leichten Aufwärtstrend, bedeutet, die Großanleger greifen hier vorsichtig zu und das können wir auch im Check-in Money Flow sehen, im CMF, dass hier in den positiven Bereich reingelaufen ist. Bedeutet, zuletzt hat sich leichter Kaufdruck bei Ethereum aufgebaut wieder und das 50-Tage-Momentum, das wir hier sehen, ist ja seit Ende Juni schon im Aufwärtstrend und das ist natürlich auch ein gutes Zeichen, denn das sagt uns, dass der Markt Gas gibt, nach oben möchte, der Zug nach oben ist da und daher denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir zwar jetzt eine kurze Konsolidierung sehen, die Kurse können durchaus nochmal auf diese 50-Tage-Linie im Bereich von 1200, 1300 Dollar zurücklaufen. Dann sollte Ethereum aber seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzen können. Ich sehe nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 20-30%, dass wir nochmal niedrigere Kurse von unter 900 Dollar sehen. Ich kann es zwar nicht ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist momentan einfach höher, dass wir nach einer kurzen Konsolidierung eine weitere Fortsetzung dieses Aufwärtstrends sehen, zumal auch der Wochenchart gut für Ethereum jetzt aussieht. Also diese 200-Wochen-Linie dient ja auch als Unterstützung bei etwa 1200, 1300 Dollar, wo etwa diese 50-Tage-Linie verläuft. Und der Trendfolgeindikator MACD deutet hier ebenfalls ein Bullish-Crossover auf Wochensicht an. Und das wäre für mich ein Zeichen, dass dieser Bärenmarkt, der ja seit Ende November, Anfang Dezember anhält, hier zu Ende gehen könnte. Und der RSI ist hier aus dieser überverkauften Situation herausgelaufen. Also zwar noch im Abwärtstrend, aber ich denke, dass einfach die Chancen gut stehen, dass sich dieses Bullish Crossover bestätigt und damit ein Ende dieses mehrmonatigen Abwärtstrends entsteht. Der Monatschart ist ja noch bearish, das muss man hier auch noch dazu sagen. Also wir haben hier dieses Bearish Crossover im MACD auf Monatssicht vom 1. März, aber der Monatschart reagiert hier, wie gesagt, etwas später oder langsamer und daher ist für mich der Wochenchart eher aussagekräftiger und wie gesagt, ich erwarte, dass wir eine Konsolidierung jetzt sehen und je nachdem, wie stark oder intensiv diese Konsolidierung ausfällt, desto besser ist es natürlich, wenn dieser 50-Tage-Durchschnitt hält oder halten sollte, diese Unterstützung halten sollte, dann würde Ethereum seine Ausgangsposition deutlich verbessern und ich würde dann gute Chancen sehen, dass eben Ethereum an diese 200-Tage-Linie dann in den nächsten Monaten heranlaufen kann, die bei über 2.000 Dollar, 2.250 Dollar verläuft. Viele glauben ja, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Ethereum hier die Nummer 1 der Kryptowährungen sein wird. Viele Kryptoanalysten, wie zum Beispiel Quantum Economics Chef Matty Greenspan, glauben ja nicht mehr, ob das der Fall sein wird, sondern fragen nur noch, wann dieses Flipping kommen wird. Ethereum hat nämlich nach diesem Umstieg auf Proof of Stake dann den Vorteil, dass man hier ein deflationäres Asset ist und das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass sich viele institutionelle Anleger zuletzt für Ethereum interessiert haben. Das hat auch diese Kryptohandelsfirma QCP zuletzt festgestellt, dass hier massiv Ethereum-Optionen gekauft worden sind in den letzten Tagen, vor allem von Hedgefonds, die sich hier auf der Käuferseite bewegt haben. Und das sehen wir auch in dieser Grafik. Also Bitcoin wurde hier zum ersten Mal von Ethereum auch im Optionsmarkt überholt. Das ist die schwarze Linie, das ist Ethereum und das Put-Call-Verhältnis ist zuletzt auf ein Jahrestief gesunken und das ist natürlich ein bullisches Zeichen, weil eben viele Profi-Anleger auf steigende Kurse
bei Ethereum setzen. Und wenn auch das viele Bitcoin-Maximalisten nicht gerne hören wollen, aber Ethereum hat hier Fakten geschaffen. Also man hat hier Bitcoin nicht nur im Optionsmarkt überholt, sondern auch hier seit längerem schon größere Miner-Umsätze und auch die Zahl der Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain ist seit geraumer Zeit höher als auf der Bitcoin-Blockchain. Und auch in Sachen Wertstellung hat man hier ein höheres Volumen als auf der Bitcoin-Blockchain. Und daher sehen viele Krypto-Fachleute das nur noch als letzten Dominostein, dass Ethereum hier den Bitcoin auch in Sachen Marktkapitalisierung überholen wird. Also aktuell konsolidiert Ethereum, was angesichts dieser massiven Kurszuwächse in den letzten Wochen auch keine große Überraschung ist. Je nachdem, wie stark diese aktuelle Konsolidierung ausfällt, wird man in meinen Augen einen Rückschluss darauf ziehen können, wie stark Ethereum momentan wirklich ist. Bedeutet, wenn sich Ethereum in der aktuellen Konsolidierungsphase oberhalb dieser 50-Tage-Linie behaupten kann, dann wäre das eine gute Ausgangsposition für weiter steigende Kurse. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen wieder Richtung 200-Tage-Linie laufen, die bei etwa 2.300 Dollar verläuft. Aber das ist mir, wie gesagt, meine private Meinung, keine Anlageberatung. Nochmal kurz zu dieser verbalen Auseinandersetzung zwischen Michael Saylor und Vitalik Buterin. Also hier steht vor allem die Frage im Raum, Ethereum ein Security, ein Wertpapier oder nicht. Und Saylor hat ja in diesem Interview darauf verwiesen, dass der Chef der US-Börsenaufsichtsbehörde, nämlich Gary Gensler, darauf hingewiesen hat, dass Ethereum ein Security sein könnte. Aber das stimmt so nicht, denn Gensler hat ja nur darauf verwiesen, dass verschiedene oder viele Altcoins ein Wertpapier bzw. ein Security sein könnten. Das Wort Ethereum ist hier zu keinem Zeitpunkt gefallen. Außerdem ist es so, dass man sich selbst in der SEC oder bei der SEC uneinig darüber ist, wie Ethereum einzustufen ist. Denn im Jahr 2018 hat der SEC-Offizielle Bill Hillman ganz klar gesagt, dass eben Bitcoin und Ethereum eben keine Securities, also keine Wertpapiere sind. Und Bill Hillman hat ja das damit begründet, dass Ethereum eben eine sehr dezentrale Infrastruktur, ein sehr dezentrales Netzwerk aufweist, das ja mit der Umstellung auf Proof of Stake eher noch dezentraler werden dürfte. Außerdem hat Hillman auch darauf verwiesen, dass es eben keine Drittpartei gibt, die das Unternehmen Ethereum bewirbt oder Ethereum als Investmentprodukt bewirbt und daher sei das Ganze eben kein Security. Und ich als Ethereum-Nutzer sehe es jetzt so, für mich ist Ethereum quasi das Gas, also der Treibstoff in diesem Ethereum-Ökosystem, wodurch ich meine Gebühren für die Beanspruchung von Computing-Dienstleistungen sozusagen bezahlen kann. Und ich sehe hier eher den Vergleich mit dem US-Dollar. Der ist ja auch der Treibstoff für die US-Wirtschaft und dient als Tauschmittel, als Bezahlmittel für Produkte und Dienstleistungen. Und der US-Dollar wird ja auch von einer zentralen Einheit, nämlich der US-Notenbank, ausgegeben. Aber deswegen ist der US-Dollar noch lange kein Security, sondern eben eine Währung. Unter dem Strich, denke ich, wird es für die SEC und Gary Gensler relativ schwierig, hier eine Rolle rückwärts sozusagen hinzulegen nach den Hinman-Aussagen und hier Ethereum doch noch als Security einzustufen. Also die Wahrscheinlichkeit hierfür achte ich als relativ gering an, wenn auch nicht ganz ausgeschlossen. Aber ausgeschlossen ist auch nicht, dass die Tage von Gary Gensler gezählt sein könnten, insbesondere wenn er diese Klage gegen Ripple verlieren sollte. Denn inzwischen mehren sich auch die kritischen Stimmen im US-Kongress. Und zwar gibt es Politiker, die hier die Machtbefugnisse der SEC überschritten sehen. Außerdem gibt es hier auch einen Vorstoß von zwei US-Senatorinnen, die einfach diese Kryptowährungen als Commodity, also als Rohstoffe einstufen wollen. Und ich denke, dass das der richtige Weg wäre. Das wäre nicht nur positiv für Ripple und Ethereum, sondern auch für den Kryptomarkt als solches, wenn hier an der Regulierungsfront endlich mehr Klarheit herrschen würde. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also auch wenn The Merge, also diese Umstellung auf Proof of Stake im September klappen sollte, auch dann wäre Ethereum 2.0 nur in Anführungszeichen zu 55% fertig laut Buterin. Bedeutet, es stehen noch weitere 4 Phasen an, bis Ethereum wirklich skaliert und dann 100.000 Transaktionen pro Sekunde abwickeln kann. Bedeutet, das kann noch Jahre dauern. Vor allem, wenn sich in den einzelnen Phasen weitere Verzögerungen ergeben, bis Ethereum skaliert, bis Ethereum 2.0 fertig ist. Das darf man bei dieser ganzen Diskussion nicht vergessen. Darum könnte dieser ganze Hype rund um The Merge
aktuell etwas übertrieben sein, wenngleich das Ganze natürlich ein großer Schritt für Ethereum nach vorne ist, keine Frage. Noch ein paar kurze Worte zum Thema Flippening. Das ist ja ein Thema, über das wir vor wenigen Wochen im Krypto-Report ja schon gesprochen haben. Und wenn ihr diese Ausgabe verpasst habt, alles kein Problem. Ihr wisst ja, unter krypto-report.de könnt ihr euch nach wie vor kostenlos eintragen. Und dann habt ihr sofort Zugriff auf unser gesamtes Archiv, könnt also jeden Artikel nachlesen. Und ihr bekommt natürlich jeden Samstag unsere neueste Ausgabe kostenlos in euer E-Mail-Postfach. Meine private Meinung zum Thema Flippening ist, dass wir das wahrscheinlich irgendwann eines Tages bekommen werden. Und zwar, weil ich einfach den Nutzwert von Ethereum gegenüber dem Bitcoin als höher erachte. Also Ethereum bringt diesen deflationären Charakter mit, außerdem monetäre Vorteile. Durch das Staking können hier diese Anleger an der Absicherung des Netzwerks mitwirken und damit Renditen erwirtschaften. Und daher sehe ich Ethereum an diesem Punkt vorne und denke, dass das Flippening nur noch eine Frage der Zeit sein wird. Aber das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann interessiert mich eure Meinung zu diesem Thema. Wie seht ihr das Flippening und glaubt ihr, dass The Merge, also diese Umstellung auf Proof of Stake, schon im Kurs eingepreist ist oder hattet ihr diesen ganzen Hype hier übertrieben? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video am kommenden Donnerstag geht es dann voraussichtlich um den Bitcoin. Hier gibt es ja neue Initiativen wie das Bitcoin Valley. Wir schauen uns auch Bitcoin Beach an, wie da die Fortschritte sind. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin sage ich schon einmal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Video.